Wir schreiben das Jahr 2014 und LG will es wissen. Alles, was ihr wissen müsst über das LG G3, das erfahrt ihr jetzt. Willkommen Leute bei meinem Review des LG G3, des Flaggschiffs des koreanischen Herstellers für 2014, mit dem LG an die Spitze der Smartphones gelangen will. Ob sie das schaffen können, das ist noch fragwürdig, aber der Weg ist auf jeden Fall schon mal der richtige. Schauen wir uns das Gerät doch jetzt erst einmal etwas genauer an. Also wir haben hier leider eine komplette Plastikrückseite, wie auch schon in der Vergangenheit. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, das Plastik hier ist wirklich kein Fingerabdruckmagnet. Hier sieht man die Fingerabdrücke so gut wie gar nicht. Es fühlt sich auch für Plastik eigentlich ganz gut an und hat eine schöne Struktur, die dann schon so einen leicht metallischen Effekt daherzaubert. Aber im Endeffekt bleibt es einfach nur Plastik. Dasselbe gilt auch für die Seiten. Hier haben wir diese silbernen Linien an der Seite, zumindest hier bei dem dunklen Modell, aber auch das ist natürlich nach wie vor alles Plastik. LG-typisch haben wir auch hier auf der Rückseite die ganzen Bedienelemente wie die Lauter-Leiser-Buttons und in der Mitte hier den Power-Button. Das heißt, an den Seiten und an den Rändern finden wir also keine weiteren Bedienelemente. Dort gibt es keine Knöpfe, lediglich die hier auf der Rückseite. Und die wurden auch seit dem LG G2 deutlich verbessert. Das heißt, die sind wirklich ganz angenehm zu bedienen und sehen auch, wie ich finde, sehr schön aus mittlerweile. Und auch wenn man das Handy ganz normal hält, das Smartphone, kann man sie wirklich leicht ertasten. Und ich war ganz erstaunt, dass die wirklich gut zu bedienen sind. So finde ich ein ganz schönes Konzept eigentlich. Dann, was haben wir noch auf der Rückseite? Natürlich die Rückkamera, die mit 13 Megapixeln auflöst und eine optische Bildstabilisierung mitbringt, was immer sehr gut ist. Auf der Seite haben wir dann nochmal den True Tone Double LED Flash, also zwei LED-Blitze mit verschiedenen Farbnuancen. Das soll dann einfach die Farbwiedergabe natürlicher und besser gestalten. Und das Novum finden wir auf der anderen Seite, denn da haben wir jetzt den Laserabstandsmesser, der also Smart Focus, Laser Smart Focus, so nennt LG das Ganze. Da wird also mittels Laser der Abstand zwischen den Objekten gewählt, so dass die Fokussierung dort wesentlich schneller vonstatten gehen kann. Das soll also innerhalb von 300 Millisekunden dann geschehen sein. Dann finden wir leider noch etwas auf der Rückseite, was ich sehr schade finde, nämlich den Lautsprecher. Den sollte man doch wirklich heutzutage gerade bei den Top-Smartphones bitte auf die Vorderseite packen. Schaut mal, wie es HTC macht mit Boom-Sound. Das ist wirklich eine super Soundqualität. Auf der Rückseite ist das einfach, mittelgut, denn entweder hält man das Smartphone so in der Hand und der ganze Ton geht in den Handrücken rein oder es liegt auf dem Tisch oder sonst worum und der ganze Sound geht nicht nach oben zu euch, sondern nach unten und ist eigentlich keine optimale Lösung. Schade, dass außer HTC noch keiner so richtig auf den Trichter gekommen ist, dass die Lautsprecher nach vorne strahlen sollen und nicht nach hinten. Also, so viel einmal zum Design. Sprechen wir nun über das Alleinstellungsmerkmal aktuell noch des LG G3 und das wäre das Display. Ach, ganz kurz erwähnt, es gibt natürlich auch eine Frontkamera hier oben, die löst mit 2,1 Megapixeln auf, also für alle Selfie-Freunde oder Videotelefonisten. Aber jetzt zum Display, denn das ist hier wirklich das Besondere bei dem LG. Das ist nämlich das erste Quad-HD-Display, das man hier in Deutschland bekommen kann. Quad-HD bedeutet, dass die Auflösung viermal so hoch ist wie bei normalem HD, also wie bei 720p oder auch fast zweimal so hoch wie bei Full-HD. Und das ist schon eine ganze Menge, was hier reingepackt wird. Das Display ist auch ziemlich groß. Mit 5,5 Zoll kommt man hier also doch mehr in die Phablet-Sparte schon rein. Obwohl, ich muss sagen, ich habe auch relativ große Hände. Ich kann es noch ganz gut in einer Hand halten. Allerdings die Einhandbedienung, die kann auch ich vergessen. Da kann ich mich strecken, wie ich will. In die Ecken komme ich da einfach nicht mehr mit rein. Aber erstmal zum Display. Ist natürlich erstmal die Frage, braucht man ein Quad-HD-Display eigentlich? Muss jeder selbst für sich wissen. Ich würde sagen, nein, man braucht es nicht wirklich, denn das Display ist gut, es ist scharf, es ist knackig, die Farben sehen gut aus, aber das war es dann auch schon. Ich muss sagen,
wie ich das zum ersten Mal eingeschaltet habe, dachte ich schon, wow, jetzt gibt es bestimmt eine ganz schöne Überraschung beim Display. Aber ich muss sagen, der Wow-Effekt, der ist bei mir weggeblieben. Das Display ist also wirklich gut. Es hat eine gute Schärfe, natürlich knackig scharf, man sieht absolut keine Pixel. Die Bildwiedergabe ist gut, die Farbwiedergabe ist gut. Allerdings sind alles das Punkte, die man auch schon von den normalen Displays her sagen kann. Also mit den 1080p Displays oder dem Retina Display beim iPhone, da kann man das auch alles schon sagen. Und das weitere Problem ist, das Display ist nicht so hell, wie man sich das vielleicht wünscht, wenn man es viel draußen benutzt, das Smartphone. Da könnte das Ganze also durchaus noch etwas heller gestaltet sein. Liegt eben auch an der neuen Technologie Quad HD. Das ist noch nicht, es ist schon ausgereift, aber noch nicht so ausgereift. Da ist also deutlich noch Verbesserungsmöglichkeiten nach oben. Allerdings, ich will es nicht schlecht reden, das Display ist wirklich gut. Und wie gut das ist, wenn das auch richtig gefüttert wird, das heißt mit richtigem Quad HD Bildmaterial, das kann ich euch hier mal kurz zeigen, denn in der Galerie hat uns LG ein schönes Beispielvideo mit Quad-HD-Auflösung beigelegt und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Das Video bringt jetzt also richtige Quad-HD-Auflösung auf das Smartphone und ich muss sagen, das sieht wirklich super toll aus. Da seht ihr so viele Details, das ist sowas von knackenscharf, eigentlich schon fast schärfer wie in der Realität. Und das bietet auch zumindest hier bei den Aufnahmen so einen kleinen 3D-Effekt, der damit erzielt wurde. Also ich muss sagen, wenn man den richtigen Inhalt hat, der auch entsprechend hoch aufgelöst aufgenommen wurde, dann macht Quad HD schon Sinn, denn es sieht dann wirklich ganz fantastisch aus von der Auflösung. Aber im alltäglichen Gebrauch spürt ihr davon nichts. Das heißt, ihr merkt zwar, ich habe hier ein tolles Display, das sehr scharf ist, aber wirklich mehr an Mehrwert gibt es nicht. Denn aktuell gibt es einfach keinen Quad-HD-Inhalt. Das heißt, die ganzen Spiele, die ihr euch herunterladen könnt, die sind maximal in Full-HD in der Regel. Und auch die Videos, die ihr euch anschaut, die werdet ihr noch nicht in Quad-HD finden. Es gibt einfach keinen Inhalt dafür. Das heißt, die Technik ist noch sehr neu und das wird mit Sicherheit auch in den nächsten Jahren kommen. Ich muss Jahren sagen, denn ich denke, in den nächsten ein, zwei Jahren wird sich da nicht allzu viel tun. Aber in den nächsten Jahren wird das, denke ich, sicherlich Sinn machen. Allerdings aktuell ist das mehr so eine Art Machbarkeitsstudie und natürlich auch hat das mit dem Marketing zu tun. Aber ihr seht schon hier auf dem Video, da sieht das richtig toll aus. Und damit ihr nochmal die genauen Daten jetzt habt, werde ich euch die auch nochmal sagen. Wir haben hier also ein 5,5 Zoll großes Display. Wer mit Zoll nicht so viel anfangen kann, das ist dann eine Bildschirmdiagonale von rund 14 cm, 13,97, wenn man ganz genau sein will. Die Auflösung liegt bei 2550 x 1440 Pixeln. Und das ist dann eine Pixeldichte von 534 Pixeln per Inch. Zum Vergleich, das iPhone hat 326 Pixel, wenn ich mich nicht täusche. Ist also schon eine ganze Menge an Bildpunkten, die LG hier reingepackt hat. Und dementsprechend scharf sieht das Ganze dann auch aus. Bei der Software wird hier natürlich auch eine aktuelle Version von Android mitgeliefert, nämlich Android 442 KitKat. Das kann man hier ganz schön sehen. Ihr seht das, da haben wir also KitKat drauf und leider, muss ich sagen, legt hier natürlich LG auch eine eigene Benutzeroberfläche drüber. Die sieht eigentlich ganz gut aus, allerdings gibt es da Performance-Probleme, muss ich leider so sagen. Obwohl das Gerät eigentlich super performant ist, denn es hat eine Quad-Core-CPU von Snapdragon, den 801er, mit 4x2,5 GHz und 3 GB RAM und trotzdem gibt es hier zwischendurch mal Ruckler. Das kann eigentlich nicht daran liegen, dass die CPU nicht stark genug ist, sondern das liegt einfach nur an der Software, die hier drüber gepackt wurde. Ich bin jetzt hier im App-Drawer drin und achtet mal drauf, wenn ich jetzt hier auf Zurück tippe, dann gibt es erstmal ein, zwei Sekunden, wo das Gerät nachdenkt und dann dauert sogar noch etwas, bis hier alles wieder fertig geladen ist. Und das sollte eigentlich so nicht der Fall sein. Gerade wenn man so ein schnelles und aktuelles Top-Smartphone hat, müsste das alles flüssiger laufen. Auch beim Seitenwechsel gibt es hier manchmal leichte Ruckler. Manche mag das nicht stören. Mich stört sowas schon ziemlich, gerade bei so einem teuren Gerät, was man doch für rund 600 Euro kaufen kann. Da sollte das alles viel flotter und flüssiger laufen. Also ich war, was die Performance angeht, zumindest bei der Bedienung etwas enttäuscht.
Aber jetzt zum Positiven, denn LG gibt euch hier richtig viele Möglichkeiten, wie ihr euer Smartphone anpassen könnt. Zum einen könnt ihr hier unten die Navigationsbuttons anpassen. Das sind also hier unten diese Reihe von On-Screen-Buttons, die man ja von Android her kennt. Und hier habt ihr die Möglichkeit, diese zu verändern. Ihr könnt also bis zu 5 Symbole hier unten reinpacken in die Buttons. Und ihr könnt die auch ganz leicht dann hier verschieben. Und ihr seht, hier unten aktualisiert sich das dann direkt, wenn man das verschiebt. Man kann auch was rausholen und dafür was Neues mit reinpacken. Und so könnt ihr das wirklich so anpassen, wie das für euch am praktischsten ist. Und das ist wirklich praktisch, denn ich habe auch hier das Problem, das Gerät ist ziemlich groß und wenn ich jetzt hier das Notification Center herunterziehen will, da komme ich eigentlich gar nicht oben dran. Da müsste ich also immer umgreifen und das dann von oben runterziehen. Das ist dann schon eher unpraktisch, aber da hat sich LG einen kleinen Kniff ausgedacht, nämlich hier unten diesen Button. Wenn ihr da drauf drückt, dann kommt einfach das Notification Center zu euch runtergefahren und ja, ist eine ganz nette Lösung und hilft euch dabei, dass ihr euch den Daumen nicht jedes Mal verrenken müsst. Aber es gibt noch mehr einzustellen, denn ihr könnt hier euer Gerät richtig umfassend tweaken. Wenn wir mal hier auf den Homescreen gehen, könnt ihr natürlich hier den Hintergrund wechseln, ganz klar. Ihr könnt Live-Hintergründe nehmen, ihr könnt gespeicherte Hintergründe nehmen oder eigene Fotos, nichts Besonderes soweit. Aber ihr könnt hier auch die Bildschirmübergänge festlegen. Denn ich habe hier verschiedene Möglichkeiten und man sieht auch immer schon direkt die Vorschau, Akkordeon, Panorama, wie das Ganze dann aussieht, wenn ihr den Seitenwechsel auf dem Homescreen macht. Da habt ihr also die Möglichkeit, das schon mal ganz schön anzupassen. Und wenn ihr das Gerät für die Oma, den Opa, die Mama oder irgendjemand gekauft habt, der damit eigentlich nicht so gut klarkommt, dann gibt es hier noch eine Möglichkeit, die Benutzeroberfläche zu wechseln, denn LG hat hier eine Version oder eine Funktion, die sich Easy Home nennt, eingebaut. Da geht ihr einfach mal drauf und danach landet ihr auf diesem Screen. Das ist dann euer einzigster Homescreen und ihr seht, da ist alles eingepackt. Da habt ihr einmal hier die Wählfunktion, dann habt ihr hier nochmal die Uhr, das Internet, natürlich die Anwendungen für in den App Drawer reinzukommen. Ihr habt die Nachrichten-App, Kameragalerie und Kontakte. Also für diejenigen, die mit den ganzen Funktionen nicht so gut klarkommen, die können sich also hiermit aushelfen und das Ganze dann vereinfacht dargestellt bekommen. Ist eine ganz nette Möglichkeit, ob man das jetzt nutzt. Ich denke, wenn ihr das Video gerade schaut, dann wohl eher nicht, aber für den einen oder anderen mag das Ganze Sinn machen. Was mir sehr gut gefällt bei dem LG G3 ist die Möglichkeit, wie man das Gerät ein- und ausschalten kann. Ich kann jetzt einfach hier ausschalten, indem ich zweimal auf den Screen tippe, auf eine freie Stelle und kann dann wieder einschalten, indem ich auch zweimal einfach auf den Bildschirm tippe. Danach komme ich dann zur Knock-Code-Sperre. Die habe ich jetzt hier mal so eingestellt, ganz einfach. Und somit kann man sein Gerät ganz leicht ein- und ausschalten, ohne dass man einen Knopf drücken muss. Finde ich wirklich eine sehr schöne Lösung. Auch der Knock-Code ist eine nette Sache, da könnt ihr das festlegen. Es gibt hier so 4 Bereiche und da könnt ihr dann eine beliebige Reihenfolge euch ausdenken, die dann euer Gerät entsperrt. Man kann auch direkt mit dem Knock-Code das Gerät entsperren, dann landet man sofort auf dem Homescreen. Oder wenn man das einfach per Doppeltap macht, dann muss man den Knock-Code hier nochmal separat mit eingeben. Ist eine sehr schöne Lösung, wo man dann einfach kein Passcode braucht. Und ja, ich finde es ganz gut, ist eigentlich sehr praktisch und in der Bedienung vor allem sehr, sehr bequem. Macht wirklich Sinn. Ansonsten hat LG das ganze Setting hier recht übersichtlich gehalten. Das Notification Center sieht auch etwas anders aus. Wir haben hier oben jetzt runde Buttons, wo man dann eben Wi-Fi, Bluetooth, Daten, Töne und so weiter verändern kann. Das scheint neuerdings so Mode zu sein, denn auch Samsung hat jetzt auf die runden Buttons gesetzt. Hier kann man direkt die Bildschirmhelligkeit anpassen und natürlich habt ihr hier die normalen Notifications, die man noch wegstreichen kann. Alles in allem eigentlich von der Optik sehr schön gestaltet. Ihr habt jetzt schon wieder hier den Ruckler gesehen. Das geht einfach gar nicht. Also schon ganz schön gestaltet, muss ich sagen. Alles vom Design her sehr flat und ja, leicht iOS 7 lastig, was jetzt das Flat Design angeht. Aber das soll ja nichts Schlechtes sein. Auch die Ordner sehen ganz nett aus. Sie gehen mit so einer kleinen Animation auf. Die gefällt mir auch ganz gut. Und ja, sieht ganz nett aus, das Ganze. Hier unten haben wir nochmal die Funktionen, die man natürlich kennt. Hier könnt ihr Google Now aufrufen. Ihr könnt hier auch den eigenen Sprachassistenten aufrufen, den VoiceMate. Macht eigentlich keinen Sinn, denn ich mache ihn mal an. Die Stimme ist schrecklich. In Saarlouis, Deutschland, ist es 13:43 Uhr.
Also das ist keine Stimme, mit der man flirten möchte. Und außerdem hat man ja auch hier Google Now drin und das funktioniert viel besser, denn Google Now hört auch auf Zuruf. Wir sagen einfach, okay Google, wie spät ist es? Und Google sagt uns die Uhrzeit nicht. Okay, aber ihr seht, man kann Google Now also so aufrufen und das funktioniert soweit ganz gut. Eine weitere nette Funktion ist hier Quick Remote. Damit könnt ihr euren Fernseher oder eure Stereoanlage oder jedes andere Gerät fernsteuern, das man eigentlich mit einer Fernbedienung bedienen kann. Denn wir haben hier oben auch noch eine Infrarotschnittstelle verbaut und damit kann man dann eben auch den Fernseher oder den Receiver oder was auch immer wirklich ganz leicht bedienen. Und ich muss sagen, das funktioniert echt gut. Ich habe das mal ausprobiert. Ich werde euch das hier auch einblenden und funktioniert sehr gut. Kein Must-Have, aber durchaus ein nettes Feature, was man haben kann. Kommen wir nun zur Kamera. Die Kamera liefert wirklich ganz gute Bilder, da kann man nicht großartig meckern, aber sie ist wirklich auch nur dann gut, wenn das Licht gut ist. Das heißt, bei schlechteren Lichtverhältnissen im Dämmerlicht, da ja, ist die Qualität ganz schnell nicht mehr so berauschend. Aber bei guten Bedingungen funktioniert die Kamera auch sehr gut und auch der Fokus, ich zeige euch das mal hier mit dem Laserfokus, funktioniert also ziemlich flott und die Bilder sind so ziemlich leicht geschossen. Ich stelle mal hier kurz den Blitz aus, den brauchen wir eigentlich jetzt nicht. So, noch ein Versuch und schon ist das Foto geschossen. Das Ganze funktioniert sehr gut und es hat auch ein paar nette Features. Hier bei dem Modus kann ich euch das mal zeigen. Es gibt hier einen Modus, der nennt sich magischer Fokus. Damit kann man, nachdem das Foto gemacht wurde, festlegen, welcher Bereich scharf gestellt werden soll. Ich mache hier mal ein Foto mit Vordergrund und Hintergrund und dann werde ich euch das zeigen. So, das Foto ist gemacht. Dann gehen wir hier mal in die Galerie rein. Und hier seht ihr schon das eben geschossene Foto und ich kann jetzt einfach durchtippen auf den Bereich, den ich gern scharf haben möchte, die Schärfe ändern. Jetzt habe ich den Hintergrund scharf, aber ich kann natürlich auch wieder auf den Vordergrund gehen oder mit dem Schieberegler kann man das hier dann fließend anpassen, das Ganze. Eine sehr schöne Funktion. Nachdem das Bild aber einmal gespeichert ist, könnt ihr daran nichts mehr verändern. Aber es gibt noch mehr nette Funktionen. Denn wir haben hier in den Einstellungen die Möglichkeit, das Ganze auf Sprachzuruf zu machen. Da gibt es so ein paar Worte, auf die das Ganze dann hört, wie Cheese, Smile, Whisky, Kimchi oder LG. Und da macht es auch schon das erste Foto, weil ich das Wort gesagt habe. Ich wechsle mal kurz den Modus. Wir gehen wieder in den automatischen Modus und dann probieren wir das einfach mal aus. Ich habe hier also mein Fotomotiv und stellt euch vor, ihr steht hier mit ein paar Freunden, wollt ein Selfie machen und dann sagt ihr einfach Smile. Und das Foto ist geschossen. Oder er sagt Whisky. Aber ihr seht, das Ganze funktioniert wirklich ganz gut, wenn man einfach sagt Smile. Und das Foto ist im Kasten. Kein Must-Have-Feature, aber ich fand es ganz lustig, damit ein bisschen rumzuspielen. Hat Spaß gemacht. Alles in allem ist die Kamera sehr ordentlich und liefert wirklich ganz gute Bilder mit ihren 13 Megapixeln. Da gibt es also wenig zu meckern. Eine weitere nützliche Softwarefunktion, die LG hier eingebaut hat, ist das Splitscreen Multitasking. Ein kleiner Zungenbrecher für mich im Moment, aber das bedeutet ganz einfach, dass ihr zwei Apps gleichzeitig betreiben könnt und könnt dann zum Beispiel hier bei YouTube surfen und gleichzeitig noch hier unten auf einer Internet-Webseite euch bewegen und so läuft das Ganze dann parallel. Und ihr könnt ihr das ganz gut sehen. Hier habe ich jetzt also hier oben ein YouTube-Video laufen und hier unten habe ich gleichzeitig noch eine Webseite geöffnet. Ihr könnt hier die Größe einfach durch das Verschieben ganz leicht anpassen, je nachdem, was ihr momentan größer oder kleiner haben wollt. Das Ganze funktioniert also wirklich sehr gut und ist durchaus bei dieser Displaygröße eine ganz nette Sache, wenn man das so parallel betreiben kann. Leider auch hier wieder beim Schließen das Ruckeln und das Verzögern. Ach. Schrecklich. Wieso ist das immer noch so? Ich hoffe, das wird mit einem Update wirklich noch gefixt, das Problem, denn so macht das Arbeiten auf Dauer zumindest für mich keinen wirklichen Spaß. Ebenfalls interessant ist hier die Q-Slide-Anwendung. Damit könnt ihr also verkleinerte Apps im Vordergrund haben und die könnt ihr dann auf eurem Screen einfach hin und her schieben, da wo ihr die gerne hinhaben wollt. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Ihr habt hier, könnt Videos schauen, im Internet surfen, ihr könnt hier einen Taschenrechner reinbringen. Oder ein Dateimanager, ein Kalender, die Telefonanwendung und so weiter. Also maximal zwei Stück könnt ihr dann öffnen und
könnt dann hier dementsprechend auch die Größe ändern oder auch die Transparenz könnt ihr hier anpassen, damit das Ganze durchsichtiger wird. Und ja, ist eine ganz nette Sache, braucht man eigentlich nicht wirklich, aber es ist da und wer es braucht oder wer es will, kann es gerne benutzen. So, auch spielen kann man natürlich hier auf dem LG G3. Ich habe hier zum Beispiel mal Asphalt 8 angespielt und wie man bei den Specs natürlich vermuten kann, läuft hier alles super flüssig und das Spielen macht auch auf dem großen Bildschirm wirklich Spaß und sieht gut aus. Was mir wiederum nicht so gut gefällt, ist hier das Multitasking. Wenn ihr das Menü aufmacht, seht ihr hier die ganzen geöffneten Anwendungen und um die dann zu löschen, müsst ihr die so merkwürdig zur Seite wegstreichen und das ist irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen unübersichtlich und funktioniert auch wirklich nur zur Seite. Hätte man etwas schöner lösen können. Nicht optimal, aber man gewöhnt sich dran. LG hat auch hier in dem LG G3 eine nette Tastatur eingebaut. Die hat die schöne Funktion, dass man die Größe der Tastatur anpassen kann in den Einstellungen. Ihr könnt einfach durch nach oben oder unten ziehen, das Ganze vergrößern oder verkleinern. Ist eine sehr nette Angelegenheit. Auch Q-Memo ist eine Funktion, die durchaus nützlich sein kann. Da könnt ihr auf dem Bildschirm einfach Bereiche markieren oder euch kurze Notizen machen und das Ganze dann abspeichern. Also auch durchaus nützliche Software-Features, die hier LG mit hineingepackt hat in das Gesamtpaket. Kommen wir zu meinem Fazit. Hat es LG hier geschafft, ein Top-Smartphone auf die Beine zu stellen? Die Antwort ist jein. Es hat es auf jeden Fall geschafft, ein wirklich gutes Smartphone auf die Beine zu stellen, mit Verbesserungsbedarf allerdings, wenn es nach mir geht. Das Display ist über jeden Zweifel erhaben, mit seiner hohen Auflösung und der wirklich schönen Darstellung der Farben, da kann man wenig meckern. Es könnte lediglich noch etwas heller sein. Die Kamera macht auch gute Bilder, macht einen guten Eindruck. Der Flash ist ausreichend hell, auch hier mit dem Laserfokus, das funktioniert alles sehr gut. Die Lautsprecher bitte bei dem G4 auf die Vorderseite packen, damit uns der Ton auch direkt ins Gesicht reingestrahlt wird. Ansonsten von der Bedienung her, von den Backbuttons funktioniert das alles wirklich sehr gut. Das denke ich kann so beibehalten werden. Aber die Software, LG, die Software, die muss leichter werden, damit auch das Ruckeln in Zukunft Vergangenheit ist und diese ganzen Bedenksekunden, die es hier manchmal gibt beim Öffnen und Schließen, die müssen verschwinden, damit das Ganze sich hier auch richtig top-notch anfühlt. Ansonsten vom Design her sieht das LG wirklich ganz nett aus. Es fühlt sich auch ganz gut an. Das Gewicht ist nicht allzu schwer. Durch die leichte Rundung liegt es recht gut in der Hand. Und ja, ein bisschen Metall oder Glas wäre nicht schlecht, aber wer auf Plastikphones steht, der wird hier eines der am besten verarbeiteten Plastikphones bekommen, das ihr hier für Geld kriegen könnt. Und das Ganze ist dann auch noch erweiterbar durch MicroSD-Karte. Das Ganze ist sehr gut und ebenfalls positiv zu bemerken, das habe ich euch noch nicht gezeigt jetzt hier in dem Video, ist natürlich die wechselbare Batterie. Denn man kann hier das Backcover ganz einfach abnehmen und die 3000 mAh große Batterie kann hier ganz leicht entnommen werden. Ebenso halt das Ganze hier mit der MicroSD-Karte. Also alles das sind gute Dinge beim LG, die mir gefallen haben. Allerdings, wo Licht ist, ist auch Schatten und den zu beseitigen, darum geht es dann in 2015. Soweit kann ich sagen, für 699 Euro, ich würde es mir jetzt nicht zulegen, das LG G3. Da bleibe ich lieber bei meinem kleinen iPhone, was hoffentlich in dem Jahr hier noch größer wird. Aber für ein Android-Smartphone ist das Ganze hier wirklich schon sehr, sehr gut. Und ich denke, da können wir uns in Zukunft wirklich noch freuen, was von LG kommt. Und das wäre es gewesen, Leute. Mein kleines Review zum LG G3. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir, AppleCat. Macht's gut. Tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia-Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert Me AppleCat. Die Katze hat gesprochen. Me AppleCat, auch bei Facebook, Twitter und Google+, und bei www.meapplecat.jimdo.com. Wir sehen uns. Raum.